Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist der 29.10.2020. Morgen ist der 30. und dann ist das Monat aus. Dann beginnt der November. Es ist irrsinnig schnell gegangen und bis Weihnachten ist echt nicht mehr lang. Ich habe alle meine Weihnachtsgeschenke beieinander und morgen kommt der Großteil an. Sonst geht's mir mittelmäßig. Ich schlafe nicht recht gut. Noch immer. Ich nehme jetzt eine ganze Schlaftablette. Aber ich habe trotzdem nicht recht gut geschlafen. Erst so gegen 5:30 bin ich eingeschlafen und hab bis um 10:30 geschlafen. Dann hatte ich einen Arzttermin nach dem Essen. Und deswegen war heute auch keine Assistentin da. Und es war ziemlich ruhig nach dem Arzttermin. Ich bin vor den Computer gesessen und habe gesurft und Videos geguckt auf YouTube. Und ich bin heute schon relativ müde, weil ich gestern so schlecht geschlafen habe. Aber mein Auge ist nicht ganz zu. Das hier. Man sieht noch etwas von der Pupille. Das war gestern schlimmer. Aber naja. Ich habe heute mit der WAG telefoniert, mit Assistenz 24 telefoniert. Wegen der Verlängerung der Stunden und Stundenerhöhung an die Landesregierung. Das muss ich mit meinem Vater im November schreiben. Und dann abschicken und hoffen, dass sie mir 20 bis 30 Stunden erhöhen. Und sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe noch immer Christoph nicht geschrieben, aber ich habe geguckt, dass er morgen einen Brief bekommt, weil ich das den Stundenverlängerungsantrag noch zu Hause liegen hatte und die letzten Wochen nicht daran gedacht habe, dass ich ihm das eigentlich gleich schicken hätte sollen. Und da Amstetten jetzt eine rote Gemeinde ist, also Corona-Ampel rot, werde ich in nächster Zeit nicht hinkommen. Weil wir wollten gestern, Sonja und ich, nach Amstetten fahren, ins CCA, aber meine Mutter war nicht recht erfreut, deswegen sind wir in St. Pölten geblieben. Ja, sonst war halt nicht viel los. Morgen habe ich ein Gespräch mit Kerstin. Und muss auch Christoph schreiben. Ich nehme es mir für morgen fest vor, dass ich das mache. Und sonst fällt mir eigentlich nicht viel ein. Mein Lockenstab soll morgen kommen. Also es ist so ein Ding, wo man die Haarsträhne einlegt, auf einen Knopf drückt und die wird aufgewickelt und dann wieder auf einen Knopf drückt, damit sie sich löst. Das ist einfacher als ein Lockenstab. Und das müsste ich auch bedienen können. Sonst gibt's eigentlich nichts Neues.
Meine Pflanzen sind am Verschwinden. Und das ist nicht sehr erfreulich. Bevor überhaupt irgendwas aufgegangen ist, hat es geschimmelt. Und naja, vielleicht ein festes Töpfchen nochmal probieren. Sonst fällt mir nichts ein. Es wird ein recht kurzes Video. Aber ich habe mich bemüht, euch über das Nötigste zu informieren. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Macht's gut, ciao. Eure Ines.